Moin ihr Halunken, mein Name ist Endenburg und heute gibt es einen ersten Eindruck zum Free-to-Play-MMO Metin 2. Es erscheint mir zunächst angebracht zu erklären, warum ich dieses Video überhaupt mache. Nun, Grund 1 ist schlicht und ergreifend, es wird immer wieder angefragt. Hinzu kommt aber Grund 2, nach einem ersten, doch recht ernüchternden Blick auf das Spiel hat mich einfach interessiert, woher die Popularität und das anhaltende Interesse an einem solchen Titel kommen. Deshalb sollen am Ende dieses Videos auch zwei Fragen beantwortet werden. Zum einen kann ich rückblickend nachvollziehen, warum Metin 2 so vielen Leuten so viel bedeutet. Und zum anderen ist das Spiel als Neuling ohne Nostalgiefaktor auch im Jahr 2019 noch spielbar. Beginnen wir aber zunächst mit ein paar einleitenden Infos. Metin 2 erschien in Deutschland im Jahr 2006, heißt also, alles was ihr im Folgenden sehen werdet, wird ein bisschen aussehen wie die Nokia 3310 Version eines MMORPGs. Das Spiel ist alt. Der Release-Zeitraum erklärt allerdings bereits, warum Metin 2 an mir so komplett vorbeigeflogen ist. Zu der Zeit war ich nämlich überwiegend damit beschäftigt, im Brachland Mankriks Frau zu suchen, aka WoW zu spielen. Es ist naheliegend anzunehmen, dass Metin 2 die Free-to-Play-Alternative für all jene darstellte, die die monatlichen Abo-Gebühren für World of Warcraft nicht selbst aufbringen oder aus einer der elterlichen Fraktionen heraus erpressen konnten. Ich hatte zu der Zeit einen Job als Ladendetektiv, weil ich viel Konnen geguckt habe und dachte, ja, das kriegst du auch hin. Finanzierung war also kein Problem und somit war die Chance vertan, zum Metin 2 Spieler zu werden. Und zu ergründen, warum es kein Metin 1 gibt, zumindest laut Wiki-Eintrag und Google-Suche, oder warum da kein Leerzeichen zwischen Metin und der 2 ist. Viele Fragen, eher nicht so viele Antworten. Nun also sitzt im Jahr 2019 ein schnabeltragender Unhold vor dem Bildschirm und wird zunächst mit der Wahl einer Fraktion konfrontiert. Drei Reiche stehen mir dabei zur Verfügung, das mittlere dürfte so eine Art Schweiz sein, ja zu Käsestängli, nein zu Kriegsbeteiligungli. Um meine Wahl zwischen Chunyo, Shinso und Jinno-Reich zu konkretisieren, darf ich mir unerhört kleine Erklärtexte durchlesen, ein Phänomen, das uns noch häufiger begegnen wird. Ich erfahre ein bisschen was von der Story und von einem Metin-Stein, wähle aber letztlich doch nach Farbe und entscheide mich für Team Arctos. Weiter geht's mit der Charaktererstellung. Hier ist zunächst lobend hervorzuheben, dass es, abgesehen von der Lykana-Klasse, keine Geschlechtervorgaben gibt. Neues. Weniger geil ist die Tatsache, dass man bei der europäischen Lokalisierung großzügig darauf verzichtet hat, die, ich nehme an, koreanischen Schriftzeichen zum Beispiel durch englische zu ersetzen. Stattdessen offeriert man mir winzige Textboxen, die erscheinen, wenn ich mit der Maus über den jeweiligen Kasten fahre. Auch der, in Anführungsstrichen, Charaktereditor weiß mit Enthaltsamkeit zu überzeugen und stellt mich vor die Wahl zwischen Aussehen 1 und Aussehen 2. Gut, viel ist das nicht, aber immerhin ist man seiner Interpunktionslogik treu geblieben, denn ich stelle fest, kein Leerzeichen zwischen Aussehen und der Zahl. Kommen wir nun zu den Klassen. Insgesamt 5 stehen mir zur Verfügung. Der Krieger, der Ninja, der Sura, der Schamane und der Werwolf-Dude. Wie ich der Textbox entnehme, sind Sura quasi eine Hybridklasse aus Krieger und Magier, Schamanen stellen die Supportklasse des Spiels dar. Begrüßenswerterweise stehen die klassenspezifischen Werte direkt und kompakt dabei. Leider quält hier aber ein grauenvoller Soundtrack meine geschundenen Ohren. Ich spiele euch in eurem Interesse mal nur ein paar Sekunden davon ab. War das nicht schön? Natürlich fällt bereits in dieser Charaktererstellung auf, dass das Spiel deutlich in die Jahre gekommen ist. Der Krieger zum Beispiel sieht ein wenig aus wie der südländische Halbbruder von Jackie aus Virtua Fighter 2. Entsprechend muss man eine gewisse Toleranz für antike Videospieloptik mitbringen, was zumindest für mich persönlich aber kein Problem darstellt. Schwieriger wird es dann allerdings nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien entschieden wurde, ob der Spieler die zweite Seite der Klassenbeschreibungen lesen darf. So erfahre ich beim Ninja, dass Ninjas zudem sowohl aha, ein Pfeil zur nächsten Seite, meisterhaft mit dem Dolch bla bla bla. Beim Krieger hingegen war man offenbar der Meinung, dass der Satz je nach gewählter Spezialisierung können sie verheerenden Schaden durch Zweihandwaffen anrichten oder auch gekonnt mit Schild und Schwert die Angriffe mehrerer Gegner an der Stelle dann auch mal beendet sein darf. Keine Pfeile zum Weiterblättern. Gleiches gilt für die Sura, die irgendwas zusätzlich erwerben wird schon nicht so wichtig sein. Ich entscheide mich für eben jene Sura und lande daraufhin in der Spielwelt. Hier werde ich zunächst von wenigen Icons und Namensplaketten erschlagen, die ich alle erstmal manuell ausblenden muss. Unschön. Was meine Augen dabei jedoch kurz darauf erspähen, weiß zu begeistern. Spieler lassen in Metin 2 offenbar in schöner Regelmäßigkeit Gegenstände fallen, vielleicht aus Platzgründen, vielleicht aus Versehen beim Verkauf, die dann random auf dem Boden rumliegen und für alle aufhebbar sind. So komme ich erst wenige Minuten im Spiel durch den Einsatz meiner diebisch flinken Griffel in den Besitz eines Schwertes, das meinen Angriff von 13 auf geschmeidige 62 hochboostet. Ohne dass ich bis dahin auch nur ein einziges Monster gesehen hätte. Gewinn ohne Einsatz ist was Endenburg begeistert, TM.
Weniger begeisternd ist leider der Umstand, dass das User-Interface nicht individualisierbar ist. Das ist deshalb besonders tragisch, weil diese Anordnung und Größe der relevanten Balken vielleicht nicht so wahnsinnig optimal ausfällt. Und apropos wenig optimal, die Karte. Dieses Gemälde von einer Map verwöhnt mich wahrlich nicht mit Details und Übersichtlichkeit, sodass Wegfindung gerade zu Beginn immer ein wenig was von Glücksspiel hat. Schöner Nebeneffekt des Ganzen ist allerdings, dass sich meine Expeditionen so tatsächlich wie Abenteuer anfühlen, im wahrsten Sinne des Wortes mit ungewissem Ausgang. Auch die Entscheidung, die Questdialoge in kleiner Schrift anzubieten und farblich hellgrau auf dunkelgrau zu halten, zeugt von Mut und Selbstbewusstsein. Die Welt in Metin 2 ist insgesamt recht formelhaft aufgebaut. Man nehme Boden plus Bäume plus Hügel plus Monster und fertig ist die Umgebung. Dass es konstant schneit, scheint eine Art Winter-Event zu sein und lässt sich in den Optionen ausstellen, macht aber ästhetisch auch keinen bedeutenden Unterschied. Metins Kampfsystem kommt im Stile eines Hack-and-Slay-Spiels daher und funktioniert intuitiv. Die Animationen pusten den Spieler zwar nicht vom Schreibtischstuhl, erledigen aber ihren Job und man bedenke immer das Alter des Spiels. Was jedoch wahrlich Fragen aufwirft, ist die Platzierung der Gegner. Die stehen nämlich vollkommen uninspiriert auf vielen kleinen Haufen zusammen, was sich nicht wie eine authentische Welt mit lebendiger Population anfühlt, sondern eher wie Streusel auf einem Toast mit Butter. Ebenfalls fraglich ist, warum Level 30er Wölfe 15 Meter neben Level 3er Wölfen stehen. Bei aller Kritik ist jedoch einzuräumen, dass es sich tatsächlich auf eine weirde Art befriedigend anfühlen kann, sich stumpf durch die Horden an Wölfen zu schnetzeln, die vor 20 Spielminuten auf Level 2 für mich noch eine Bedrohung dargestellt haben. Es entwickelt sich, sofern man sich darauf einlassen kann, ein hypnotischer Spielfluss aus Prügeleien und Beute, zumindest bis ich plötzlich wieder vor Level 16er Wölfen stehe, die zwischen die Anfängerwölfe gemischt wurden. Danke, cool. Nach wie vor sehr nah an zeitgenössischen MMORPGs ist das Quest-System in Metin 2. Im Wesentlichen bin ich damit beschäftigt, Monster für Items zu verkloppen und Botengänge zu erledigen. Um die Questgeber zu finden, muss ich nicht erst in irgendwelche Hütten hinein, denn Gebäude sind gar nicht betretbar, sondern lediglich Deko. Mr. und Mrs. Gelbes Ausrufezeichen stehen draußen rum und beauftragen mich mit Missionen wie zum Beispiel der Besorgung einer Schweinenase. Wenn ich fleißig meine Pflichten erfülle, steige ich im Level und kann in klassischer RPG-Manier die vier Werte Vitalität, Intelligenz, Stärke und Geschicklichkeit manuell erhöhen. Mit der Zeit erhalte ich zudem Fertigkeitspunkte und werde vor die Wahl der Spezialisierung gestellt. In meinem Fall sind das die Ausrichtungen magische Waffen und schwarze Magie. Die Anzahl der Skills ist allerdings überschaubar, mehr als Basics darf man da nicht erwarten. Ein störender Faktor beim Spazieren durch die Welt sind zudem die privaten Läden der anderen Spieler. Da es kein klassisches Auktionshaus gibt, kann jeder Spieler seinen eigenen Laden eröffnen, Items reinstellen und Preise festlegen. Das ist zwar vor dem Hintergrund der Rollenspielfantasie, dass ich Held und Händler zugleich bin, erstmal eine schöne Nummer, führt aber in der Praxis zu massiver Unübersichtlichkeit und zudem latscht man auch ständig gegen die Karren der Mitspieler. Für PvP-begeisterte Rabauken ist zu erwähnen, dass unter anderem Gilden-PvP und die Kampfzone zur Verfügung stehen, letztere allerdings erst ab Level 50. PvP macht laut meiner Recherchen einen nicht unerheblichen Teil von Metin 2 aus. Was ebenfalls einen nicht unerheblichen Teil des Spiels ausmacht, Spieler. Tatsächlich waren die Server, zumindest in den größeren Städten, zu meiner Spielzeit überaus gut gefüllt, sodass man da keine Angst haben muss, auf einem Geister-Server unterwegs zu sein. Einen dicken Daumen nach oben gibt's zudem auch für die Wiki-Seite von Metin 2. Die ist für ein derart altes Spiel nämlich erstaunlich übersichtlich, hilfreich und schön gestaltet. Auch ein Indikator für die Wertschätzung, die dem Spiel aus Gründen nach wie vor entgegengebracht wird. Schlussendlich sei noch der Shop erwähnt, der bei einem Free-to-Play-Titel natürlich nicht fehlen darf. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, ist, dass der Shop in einer Tour abstürzt. Es hat original 8 Versuche gebraucht, um zum Menüpunkt aller Artikel zu kommen. Offenbar will man mein Geld nicht. Wenn die Seite dann doch mal lädt, bekomme ich die üblichen Artikel zu Gesicht. XP-Boosts, höhere Drop-Chance-Items, kosmetische Güter und so weiter. Wir alle wissen, wer Free-to-Play spielen will, muss sowas in den meisten Fällen hinnehmen. Übrigens, wenn ihr gerade auf der Suche nach Betätigung seid, könnte sich Metin 2 für euch lohnen. Da wird man nämlich auch schon mal in-game aufgefordert, sich doch bitte mal beim Metin 2-Team zu bewerben, sofern man über 18 ist und ein Charakter auf Level 75 sein eigen nennt. Wenn das mal keine erfüllbaren Jobbedingungen sind. Insgesamt ist vermutlich durchgedrungen, dass Metin 2 in dem ein oder anderen Punkt keine Begeisterungsstürme bei mir entfachen konnte. Natürlich ist wieder einmal zu betonen, dass dies hier nur ein Eindruck der ersten Spielstunden ist und keine Aussagen zum Mid- oder Endgame getätigt werden. Dennoch muss man sich da ja auch erstmal hinspielen können und dazu motiviert mich Metin 2 so gar nicht. Dementsprechend ist die erste der zu Beginn gestellten Fragen mit Nein zu beantworten. Ich habe keine Ahnung, was Leute an Metin 2 begeistert. Vielleicht ist es wirklich pure Nostalgie, was ja auch völlig in Ordnung wäre. Ich meine, ich liebe ein uraltes Fußballmanager-Spiel namens Anstoß 3, das einen katastrophal hanebüchenen Algorithmus hat und grafisch so aussieht.
Man kann auch Spiele mögen, die vielleicht ein bisschen Grütze sind. Lasst euch von niemandem was anderes erzählen. Dennoch würde mich natürlich nach wie vor interessieren, was euch an Metin 2 begeistert oder begeistert hat, wenn ihr alte Veteranen seid. Schreibt's mir gern in die Kommentare. Und zur zweiten Frage, ob man das Spiel als Neueinsteiger ohne Nostalgiebonus noch spielen kann. Ja. Man kann sich auch die Fingernägel mit einer glühenden...